Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker Online. Wir spielen nun das Level Ghost House Sprint von Ben, das gerade mal eine Abschlussrate von 0,47% hat. Das Level ist von GG Sepp. Der Weltrekord ist von Ben. So, richtig rum. Ja, das ist Hardcore, würde ich mal sagen. Anscheinend ein, Sprint-Level? Nee, nicht Sprint-Level. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wie soll man denn hier schon durchkommen? Also quasi so ein Lauflevel, Scrolling, Zeugs. Hallo? Ist nicht dein Ernst, oder? Puh. Okay. Ja. Ich weiß ja nicht, ne, aber... Muss ich vielleicht einfach nur stehen bleiben oder so? Nein. Auch das nicht. Du erwartest, dass ich da irgendwie durchkomme? Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Puh. Ja. Sepp, ne? Ja, vielen Dank fürs Einreichen, Sepp. Es ist ein super Level. Ich kann nur sagen, selbst wenn ich es ein Jahr lang spielen würde, würde ich wahrscheinlich nicht deutlich weiterkommen als diese Stelle gerade. Deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Level wieder. So, weiter geht es nun mit dem Level Enter Bowser Jr.'s Castle von dem guten Yannick im Super Mario World Art Style. Wollen wir mal schauen, ob das Level vielleicht etwas leichter ist als das von gerade? Die Chancen stehen gut, würde ich mal sagen. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Schon lange kein Super Mario World Level mehr gespielt, muss ich sagen. Ja, ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, weil ich es nicht so gut kann. Hier müsste irgendwo eine Ranke sein. Ich schätze mal hier. Nein? Hier müsste doch irgendwo... Ah, oh. Ein... ja, was jetzt? Okay. Nicht mal getroffen worden. Habe ich gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich schätze mal, da unten ist ein Abgrund, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Den Sprung... Oh, warte mal, das ist eine Röhre. Oh, ein P-Switch. Ja, und jetzt? Ah, okay. Hier kommt man dann wieder hoch. Okay, dann nehmen wir den mal mit, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, wohin, aber... Naja, man kann es ja mal mitnehmen. Bisher sehe ich aber nicht... Ah, warte mal, warte mal. So, schick... So, so, so. Feuerblume gibt es gleich noch hinterher. Okay, hier ist jetzt... Ah, okay. War doch gar nicht mal so schwer. Okay, so ein paar Münzen einsammeln. Und dann dürfte es da gleich auch weitergehen. Bisher sehe ich aber noch nicht Bowser Juniors Castle. Das müssen wir anscheinend noch entern. So, hoch hier. Da haben wir Telefon. So, hier Feuerblume. Hoch da, hoch da, hoch da. Und hier ein paar Laufbänder. Warte mal, was ist da oben eigentlich? Nee, da kommen wir gar nicht hin. Glaube ich. Warte mal, wo lang? Hier lang? Ich meine, hier geht es theoretisch auch weiter. Aber ich weiß nicht, ob da... Nee, okay. Ah, hier kommt man dann wieder zurück. Ah, ich verstehe. Also, falls ich runterfallen sollte, dann da wieder weiter. Aber ihr kennt mich, ich bin ein Pro in diesem Spiel. Ich würde doch hier nie und nimmer runterfallen. Never ever. Seht ihr? Ha. So. Wow. Ha. Ja. Hätte ich mal lieber nichts gesagt. Es war übrigens nicht absichtlich. Ich schwöre, das war nicht absichtlich, dass ich da jetzt runtergefallen bin. Es sah vielleicht so aus, aber nee, war es nicht. Okay, egal. Wir sind jetzt anscheinend in Bowser Juniors Castle angekommen. Das sieht schon einigermaßen schwieriger aus. Rüber da. Oh, die Sprünge werden immer gewagter. Okay, hier haben wir eine Feuersäule oder wie auch immer man die nennt. Flamme. Flammendings. Keine Ahnung.
Wie nennt man das? Gibt es da einen offiziellen Namen für? Ah, verdammt. So, rüber da, rüber da. Warten, bis das Ding ausgeht. Ein paar Knochen trocken. Die üblichen Castle-Gegner halt. Die Knochen trocken. Warum ist das eigentlich so? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil Knochen trocken Skelette darstellen sollen und das irgendwie bedrohlich ist. Wahrscheinlich deswegen. Naja. Okay, jetzt hier irgendwie durchkommen. Okay. Das ging ja nochmal gut. So. Ja gut, mach mal da auf. Bitte? Hallo? Ja, das war gar nicht mal so schlecht, aber einmal wäre noch gut. Okay, und durch da. Oh, dasselbe hier nochmal. Na. Bisschen aufpassen hier mit den Flammen. Das wird sonst ganz schön gefährlich. Aber das Level ist auf jeden Fall ziemlich gut machbar. Bisher zumindest. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommt. Ist aber auch mal ganz schön. Anstatt, wow, immer nur zu sterben. Ah, verdammt, ja, gut. Können wir jetzt uns auch mal treffen lassen? Hier ist ja eh wieder ein Power-Up. Und zwar eine weitere Blume. Oh, wohin jetzt? Einfach hier runter. Was soll das denn mit den Telefongeräuschen? Oh, na, habe ich gerade gar nicht so schnell realisiert, dass da ein Boss-Gegner auf uns wartet. Okay, hier, komm. Bowser Junior! Oh. Eigentlich müsste ich den gar nicht besiegen. Ich hätte jetzt auch einfach so da hochgekommen. Wäre da auch so hochgekommen, wollte ich sagen. So. Ah, verdammt nochmal. So, down. Und nehmen wir uns mal sein Gefährt. Ist hier irgendwie noch was? Nee, anscheinend nicht. Dann durch die Röhre und wir sind dann auch schon beim Ziel. Oder? Nein, anscheinend nicht. Wir brauchen noch eine Tür. Okay, da kommt anscheinend noch einiges auf uns zu. Aufpassen mit dem Blooper. Stirb doch. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Stirbt der nicht? Ich dachte, wenn ich einen von denen treffe, sterben die alle direkt, aber anscheinend nicht. Und der Wegler stirbt auch nicht einfach so durch Feuer. Auch mal wieder etwas Neues gelernt. So, nochmal. Also mit den Power-Ups ist er schon sehr, sehr großzügig. So, jetzt hier Mini Bowser Jr. und Bowser Jr. bezwingen. Oh, verdammt. Ah. Muss ich die eigentlich bezwingen? Ach, ich kann einfach so durch. Anscheinend. Okay. Das war doch gar nicht mal so schwierig. So. Dann gebe ich dem Level mal einen Daumen nach oben. Das Level hat mir gut gefallen. Es hätte durchaus schwieriger sein können, aber ich meine, hey. Es kann auch mal ein bisschen leichter sein. Das tut mir auch mal ganz gut. Oh, ein neuer Weltrekord. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einreichen, Yannick. Wir machen dann gleich mit dem nächsten Level weiter. So, weiter geht's nun mit dem Level Air Challenges von MK2. Dass bisher noch keine einzige Person abgeschlossen hat, das gibt mir etwas zu denken. Aber hey, vielleicht schaffe ich es ja, ihr kennt mich ja. Ich habe so viel Skill, wenn's einer schaffen kann, dann ich. Was jetzt? Okay, wir mussten den Schlüssel finden. So viel zum Thema Skill. Aber bisher war es nicht so schwer. Ich meine, es ist auch noch der Anfang. So, komm, hier, welcher war's? Der war's. Wie soll man denn dem allem ausweichen? Rein, geh doch rein! Kann ich nicht rein, während der Typ da unten steht? Anscheinend nicht. So, was jetzt? Power-Up gibt's anscheinend nicht. Was steht da? One? Achso, One! Natürlich, P-Switch, rennen! Hm? Was jetzt? Was? Ich habe sie jetzt schon versaut, oder wie ist das? Ah, okay. Nein! Oh oh, das war ein Fehler. Ich komme hier nicht mehr durch, oder? Wobei, warte mal. Warte mal. Warte mal! Na, vielleicht. Vielleicht. Ah, warte mal. Das muss doch gehen. Ah. Hätte ich mich mal ein bisschen beeilt, dann hätte es wohl geklappt. Na, das Timing. Ah, ja, okay. Ich dachte nicht, dass ich das schaffen würde, um ehrlich zu sein. Halbzeit. Beziehungsweise Checkpoint. Und stirb, Bowser Jr. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Chill. Dein Leben. Chill doch dein Leben. Was wir wohl da drin haben? Ein Pilz. Okay. Gib mal her. Wo ist meine Clownskutsche hin? Ich hatte doch eine. Wo ist sie denn jetzt? Hat der komische Stachelkäfer
meine Clownskutsche geklaut? Oder wie ist das? So, komm. So, ich schätze mal, wir müssen Bowser Jr. besiegen. Das wird Sinn machen. Nein! Ja, pass doch auf. Komm, nein, nein. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Dass ich mich bei diesen Bosskämpfen aber auch immer so anstellen muss. So, komm. Jetzt hier. Und rauf. Und hoch. Wenn ich nie nach rechts... ist schon zu spät. Ich wollte gerade sagen, wenn ich nie nach rechts gehe, dann könnten... Dann würden die Käfer ja auch eigentlich nie kommen. Fuck, was jetzt? Komm doch wieder runter. Dass sie nicht einfach sofort wieder runterkommt. So, warte mal. So. Das macht ja immer direkt einen Schaden. Da muss ich gar nicht erst versuchen hier mit... Nein, nein, was machst du denn? Was jetzt? Hoch da, rein da, rein da. Gut, gut, gut. Jetzt spring. Und der ist down, der ist down, der ist down, der ist down, der ist down. Warte mal, ich hole mir auf jeden Fall den Pilz, der hier oben ist. Okay. Und raus. Was? Nein! Die kam doch vorhin noch nicht... was jetzt? Okay, rein da. Okay, Final Boss Time? Nein? Okay, eine Tür? Okay, eine Feuer... Na, gleich zwei Feuerblumen. Okay, wir brauchen einen... Warte mal, wir brauchen den Schlüssel, aber wenn wir den Schlüssel haben... Dann... Wenn wir den Schlüssel haben, dann könnten wir ja gar nicht mehr zurück... Mach keinen Scheiß! Ja, was jetzt? Ja, und jetzt? Verkackt, ne? Ja. Ach, wir sind wieder hier, ja. Ich dachte, wir wären bei Bowser, aber nee. Okay, so. In die Kutsche. Nehm dir mal einen Pilz wieder mit. So, Bowser... Ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr so weit vom Ziel entfernt. Aber das ist gerade extrem nervig. Vor allem, weil man das hier immer wieder machen muss. Nein, ich will ihn doch... Ja, okay. Komm wieder runter. Okay. Und down. Okay, nice. So, wir wissen jetzt, dass wir hier das Power-Up direkt bekommen. Deswegen einfach mal weiter ohne... ohne den Pilz zu holen. Was jetzt? Wie mache ich dem Typen Schaden? Ach, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich nehme mal das hier. Nein, jetzt! Okay, so. Wir müssen eigentlich nur warten bis... Oder? Nicht? Doch, die machen dem ja Schaden. Wieso springt der denn so schnell? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, hier können wir ja nicht getroffen werden. Okay. Wie viel Treffer braucht der denn? Nein, ich bin tot. Das Blöde ist halt, dass der Sprung direkt einsetzt. Man kann nicht so richtig ausweichen. Man hat also quasi entweder Glück oder man timet das wahnsinnig gut, habe ich das Gefühl. So, komm jetzt runter. Okay, nice. Das war relativ schnell. Und durch. Okay, aber eine coole Idee mit dem Bosskampf. Finde ich gut, gefällt mir. So, vielleicht klappt es ja jetzt ein bisschen besser. Okay. Okay. Erst im Ausgewichen. Das ist ja jetzt hier egal, weil der ja nur unten hinschmeißt. Okay. Ich meine oben, weil oben kann er mich ja nicht treffen. Okay, ausgewichen. Sehr gut. Oh, der geht nach unten. Ja, gut. Treff ihn. Nice. Okay. Der trifft mich nicht. Der könnte aber gerne so langsam auch mal sterben. Na? Nein. Ah, okay. Muss mir noch nicht das Power abholen. Ah. Hoch, hoch, hoch. Ist der down? Nee, immer noch nicht. Nice. Ah. Okay, hier müssen wir nicht ausweichen. Der braucht aber echt ewig, bis er mal stirbt. Ach, jetzt komm. Ah. Oder muss man das nicht so machen? Ich meine, er nimmt auf jeden Fall Schaden. Oh, verdammt. Okay, letzte Blume. Okay. Ich will das nicht nochmal von vorne machen. Ah. Das Gute ist, dass das jetzt immer trifft, oder? Kommt mir zumindest so vor.
Ja. Nein! Jetzt stirb doch endlich mal! Ist doch scheiße hier. 5000 Treffer später. Och komm. Habe ich gesagt, der Bosskampf wäre cool? Ich meinte, ja. Ach jetzt. Oh. Sollen wir das nicht... Okay, er ist down. Okay. Geht doch. Es hat gefühlt ein paar Minuten gedauert und wir sind beim Ziel. Ja. Das Level an sich hat mir ziemlich gut gefallen, aber... Das mit dem Boss ist sehr, sehr nervig, einfach weil man mehrere Minuten quasi warten muss. Und wenn man dann stirbt, dann ist es sehr ärgerlich, um es mal so auszudrücken. Trotzdem hat es mir gefallen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Level wieder, wollte ich sagen. Ja. Weiter geht es nun mit dem Level. Hoffentlich hat Mario gute Schuhe von ER2D2. Wow, was zum Teufel... Geht hier ab! Oh! Okay, das ist anscheinend ein Level, bei dem man nur spinnen muss. Man kann doch irgendwie auch kleinere... Ah ja, okay, so. Was zum Teufel? Wie soll ich denn so schnell da durch? Ich meine, es ist auf jeden Fall machbar, das ist ja klar, aber... Okay, komm. Wow, da! Oh, diese Geschwindigkeit auf einmal. Okay. Jetzt ist die Frage, wie komme ich dann da hoch? Das Level wirft mich auf jeden Fall vor jede Menge Schwierigkeiten. Das ist eine interessante Idee für ein Level, aber ich kann gerade nicht garantieren, dass ich das hier abschließen werde. Aber ich werde mal ein paar Versuche wagen. Okay, okay. Und rüber da. Okay, oh, was ist das denn hier? Oh! Soll ich da hoch? Nicht ernsthaft, oder? Okay. Schaffe ich den? Das schaffe ich doch nie und immer so, oder? Ach Gott. Was wäre denn da oben gewesen? Ich meine, da rechts war eine Halbzeitflagge, was eigentlich ganz viel, was sich ganz vielversprechend anhört. Was ist denn hier? Ist hier noch irgendwas? Oh, nice. Ein Power-Up, das ich gleich direkt verliere. Oh, doch nicht. Oh, oh. Für eine Sekunde sah das sehr, sehr skillhaft aus und dann habe ich alles wieder versaut. So wie immer eigentlich. Naja, egal. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Power-Up, das wir wieder mitnehmen werden. Ich frage mich, ob das Zufall ist, dass das da über der Blume platziert wurde. Oder ob das so gewollt... verdammt. Ja, so spinnt man natürlich nicht und wieder tot, ja. Ich frage mich vor allem auch gerade, wie lang das Level ist. Wenn das noch deutlich länger ist, dann... Gute Nacht. So. Hier hoch jetzt. So. Power-Up mitnehmen. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück zum Spinnen? Ist gerade so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Weil das geht doch... Ah doch, das geht einfach so, okay. Okay, rüber da. Puh. Soll ich da hoch? Das geht doch auch gar nicht, oder? Das geht doch nie und nimmer, dass ich da so einfach hochkomme. Ich glaube nicht, dass ich das Level abschließen werde. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube es einfach nicht. Es ist sicherlich jetzt nicht so schwierig, aber... Ich habe jetzt auch keine Geduld, diesen Kram hier tausendmal zu machen. Ist da links vielleicht irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich komme ja gerade mal bis hier. Wie komme ich denn jetzt darüber? Das ist, was ich mich gerade so ein bisschen frage. Ich meine, guckt es euch doch... Ah, okay. Gecheatet. So, hier Halbzeitflagge, das ist schon mal ganz gut. Hier geht's jetzt weiter, schätze ich mal. Okay. Oh, immerhin ein bisschen Fortschritt. Oh, ach komm, das ist auch... Das kann man noch nicht wissen. So, hoch hier und dann geht's da direkt weiter anscheinend. Kann ich... Ja, kann ich auch hier drauf. Und dann da... Ich dachte, ich hätte den einen Sprung noch mitbekommen, aber anscheinend wohl nicht. Ha, okay. So. Hä? Der war doch vorhin nicht da so schnell. Das Level hier. Ja. Oh, das geht so gar nicht, okay. Ich frag mich, warum... Er da links das Trampolin eingebaut hat. Komisch. So, hier, komm. Jetzt müssen wir hier warten, damit wir nicht nochmal von dem Vollidioten getroffen werden. Ist hier vielleicht irgendwas? Ja. Aber was? Ein Power-Up wäre ganz nett. Nein? Ernsthaft? Nicht? Ja, ach.
Ich wusste natürlich, dass da irgendwo ein Steinblock ist, aber ich dachte, da wäre vielleicht auch noch eine Plattform oder so. Aber anscheinend nicht. Ah. Ach komm, ich hab doch gar nicht so weit gedrückt. Das letzte Level war so schön und jetzt wieder sowas. Ich meine, ich mag die Idee, aber... Es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn man nicht so gut damit zurechtkommt, will ich mal sagen. Die sind ganz schön schnell. Was? Die waren doch vorhin nicht so schnell. Erzählt mir doch nichts. Nein, das war dumm. Das mit den Spin-Jumps ist ein bisschen komisch. Das vergesse ich manchmal, dass man dann die andere Taste für drücken muss. Aber okay, jetzt aber. So. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Das ist deutlich einfacher. Oder? Hallo? Der kam doch vorhin. Okay, so. Das dürfte jetzt klappen, hoffe ich mal. So, und springen wir darüber. Okay, jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wieso sage ich es eigentlich und sterbe dann eh? Skill in Mario Maker. Den habe ich auf jeden Fall nicht. Komm, runter da. Bitte? Runter? Hallo? Okay, so. Dann mal weiter, würde ich sagen. Und Riesensprung. So, okay. Und einfach weiter. Okay. Könnte ich vielleicht mal ein Power-Up bekommen oder ist das zu viel verlangt? Einfach Yoshi jetzt mitnehmen oder ist da unten vielleicht noch irgendwas? Schwer zu sagen. Schauen wir mal nach. Okay, wir haben jetzt die Auswahl zwischen zwei Wegen. Wobei, können wir nicht Yoshi in die Clownskutsche mitnehmen? Das ist eine ernst gemeinte Frage, ich weiß es gar nicht. Oh, es war dumm, so lange zu warten. Ich glaube, ich werde jetzt einfach unten lang gehen. Jetzt, wo die ganzen Flammen da sind, auch das werde ich doch nie und nimmer hier schaffen. Oh, ich erinnere mich gerade an das Clownskutschen-Level zurück. Das war, glaube ich, Part 11, kann das sein? Abenteuer in der Clownskutsche? Kann das sein, dass das so hieß? Ich meine schon. Oh, da hatten wir sehr große Probleme mit dem Ding. Aber das hier geht eigentlich gerade. Der Weg gefällt mir deutlich besser als der obere. Zumindest so vom... Schieß bitte nicht auf mich. Zumindest so von dem, was ich gerade sehe. Oh, wie komme ich denn da jemals durch? Also das ist, komm, das ist doch... Ja! Ach man. Da war das Ziel, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. So, da wären wir wieder. Ich nehme jetzt mal den anderen Weg. Keine Ahnung, ob das schlau oder dumm ist, aber naja. Oh Gott, das war unglaublich dumm, oder? Wobei, ich kann ja auch alles einfach auffressen mit Yoshi und dann komme ich da eigentlich ganz gut durch, hoffe ich mal. Oh, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Yoshi, mach keinen Scheiß. Oh! Okay, chill einfach. Yoshi, chill. Das... Nein. Was ist denn das für ein Level? Nein. Also eigentlich muss ich ja nur mir hier den Weg freifressen quasi. Dann müsste das relativ locker machbar sein, hoffe ich mal. Weiß ich nicht, ob das so gewollt war, aber hey, wenn es klappt, dann mache ich es halt. So, hier, komm, schmeißen wir den ganzen Kram dahin. Da, so, so langsam wird es da links voll. Aber hey, kann ich nichts machen. So, und wir nehmen uns das Power... Wow, was zum Teufel. Och, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Was? Okay. Ja, was nun? Yoshi bleibt zumindest da, das ist ganz gut. Was zum Teufel? Gib mir das Ding, gib mir das Ding. Okay. Das Level ist ein bisschen verrückt, würde ich mal sagen. Aber bisher... Warte, durch, lauf einfach durch. Komm, wir schaffen das. Ja! Okay. Gecheatet am Ende so ein bisschen, aber hey, war ein schwieriges Level. Naja, wie dem auch sei. Ich danke euch allen vielmals fürs Zuschauen. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lassen würdet, wäre das sehr nett. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann.